Willkommen zu Frequent Traveler TV und heute wieder auf meiner rechten Seite von euch aus gesehen, auf der linken Seite Freddy zu Vielflieger 360 Grad. Hier ist Frost noch angesagt, hier haben wir Schnee, deshalb ist 360 Grad, glaube ich. Aber warum 360 Grad? Wer die ersten Sendungen nicht gesehen hat. 360 Grad, weil es hier einen Rundumblick gibt rund um die Themen der Luftfahrt und ein paar Insights. Darauf ein Wodka. Richtig. Aus der Soda-Stream-Flasche, damit es nicht auffällt, weil auf YouTube darf ja Alkohol nicht gezeigt werden. Und weiß gar nicht, darf man keinen Alkohol. Heute haben wir auf jeden Fall für euch frisch gepresste Themen. Und zwar haben wir ein Thema, und zwar ein Passagier hat die Lufthansa verklagt, weil er, als er in der Kabine rumgelaufen ist, nein, der ist nicht rumgelaufen, gesessen ist, aber nicht angeschnallt war, gegen die Decke geknallt ist bei Clear Air Turbulences. Und wir haben dann die andere Frage, ob man, während man Passagier ist, auch in der Kabine rumlaufen darf. Und wir können das ja mal besprechen, wenn man First-Class-Passagier ist, wenn man Business-Class-Passagier ist, ob man Premium-Economy-Passagier ist und Economy-Class-Passagier ist, was da erlaubt ist und was nicht. Auch auf Hinblick 380er. Das ist übrigens eine Frage von euch gewesen, also so detailliert, wie ich sie jetzt gestellt habe, hat der Kollege sie nicht gestellt. Er hat einfach nur gesagt, ist es erlaubt, während dem Flug rumzulaufen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich noch mal kurz auf den Kollegen eingehen, der seine Wirbelsäulenschäden davongetragen hat. Kennst du den Fall oder soll ich den noch mal kurz rezitieren, Freddy? Mir ist ja nur ganz vage bekannt, aber vielleicht wissen den ja einige Zuschauer nicht. Vielleicht genau. So eine grobe Skizze. Eine grobe Skizze. LH469 am 1. März 2023, also schon ein Jahr her, hatte ein Passagier, der sich selber mit dem Namen Evalid Sidach Met betitelt, wohnt in Texas, hat in Texas Klage gegen die Lufthansa erhoben. Wenn er in den USA lebt, logischerweise hat er dann dort Klage erhoben. Wenn er nicht dort lebt, hat er auch logischerweise dort Klage erhoben, weil durch den Aus- und Abflug dort auch USA-Bezug ist, weil natürlich in solchen Fällen mehr Knete zu bekommen ist. Aber das Spannende an der Geschichte in meinen Augen ist, dass er, als der Flug ungefähr in 37.000 Fuß Höhe war, von Turbulenzen getroffen worden ist, er an die Decke geknallt ist, er wieder in den Sitz geknallt ist und da hat er sich Schäden an der Wirbelsäule reingeholt und Cabin Crew ist übrigens auch verletzt worden, also das muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen und er sagt, sind meine Worte, dass der Pilot absichtlich in dieses schlechte Wetter reingeflogen sei, obwohl er von vorausfliegenden Flugzeugen gewarnt worden ist und obwohl es bekannt war, dass dort diese Turbulenzen sind. So, das ist jetzt die Kurz-Kurz-Version. Lufthansa hat sich selber nicht dazu geäußert. Was fällt dir dazu ein, wenn du so etwas hörst, Freddy? Wundert mich nicht, dass sich Lufthansa dazu nicht äußert, weil kein Pilot auf dieser Welt fliegt absichtlich in Turbulenzen, die Menschen gefährden, in welcher Form auch immer. Das steht in keinem Interesse eines Piloten, denn letztendlich ist der Kapitän für alles verantwortlich, ja. Du musst für jede Kleinigkeit gefühlt in der Luftfahrt einen Report schreiben, musst dich für alles erklären, da hast du keinen Bock drauf und bei so einem Vorfall erst recht nicht. Es gibt nicht umsonst die Ansage nach dem Start, dass die Gäste bitte angeschnallt sitzen bleiben sollen, auch wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind, da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können. Es gibt nun mal Turbulenzen, die siehst du vorher vielleicht nicht, die treten komplett plötzlich auf. Bei Turbulenzen, wo du vorher weißt, da darfst du nicht reinfliegen oder das könnte gefährlich werden, die umfliegt man. Ja, das ist auch die Pflicht, da hat der Kapitän auch eine Fürsorgepflicht, nicht nur für seine Crew, sondern auch für seine Gäste. Ja. Sollte es ganz kurzfristig, unerwartet, ganz heftige Turbulenzen geben, kommt aus dem Cockpit ein Call-Out. Der ist unterschiedlich zu jeder Airline.
aber inhaltlich derselbe. Und der heißt, gelinde gesagt, setz dich so schnell hin, wie du kannst, egal wo du bist. Und wenn das in der Mitte von so einem Dreiersitz, in der Mitte ist ein freier Sitz, dann setzt du dich dahin und schnallst dich an und weist die Gäste an, dass sie einfach den Trolley festhalten sollen. Und abschließend dazu kann ich einfach wirklich nur appellieren. Ich persönlich bin immer, 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 immer angeschnallt. Ich mache den dann zwar immer ein bisschen lockerer, das ist im Kopf genauso. Die Schultergurte werden abgenommen, die Beckengurte werden rangelassen, weil es immer Turbulenzen geben kann, die komplett unvorhergesehen kommen. Der Name heißt ja auch nicht umsonst Clear Air Turbulences oder Clean Air Turbulences, weil natürlich so etwas immer wieder passieren kann, einfach out of the blue, also aus dem Blauen heraus, ohne Vorzeichen. Und wie Freddy gesagt hat, also so wie ich das mal aus dem Training gesehen habe, der Trolley wird einmal im Gang quergestellt, Bremse an, Passagiere links und rechts gesagt, festhalten. Und es kann sogar passieren, dass ein Cabin Crew sich bei dir auf den Schoß setzt und sagt, festhalten. Genau, das ist genau richtig. Das ist einfach so, weil es ist einfach gefährlich, ja, mit dem Trolley noch je nachdem, wie weit man weg ist, dann noch nach hinten zu fahren, ihn nach hinten zu schieben. Man darf nicht vergessen, nur das heiße Getränke dabei. Wenn wir zum Beispiel eine Kanne mit heißem Wasser haben, die soll man dann auch noch auf den Boden stellen als Beispiel. Weil ein Trolley, der durch die Gegend fliegt mit dem Körper, ist am Ende viel gefährlicher als alles andere, weil diese Trolleys, die sind so unfassbar schwer. Und wenn ich dann noch mit dabei bin und an die Decke knall oder der Trolley dann auf mich fällt, ja, dann gute Nacht. Also was ich spannend fand, war wirklich, dass man sich dann auch beim Passagier halt einmal auf den Schoß setzt und zum Passagier sagt, festhalten. Das war für mich so ein bisschen, aber das ist ja dann auch so. Wobei ich dann sagen würde, ich nehme dann die blonde, leichte Dame. Aber wir wollen da jetzt nicht das vertiefen, bevor wir hier wieder, bevor ich wieder hier Stress kriege. Aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist halt wirklich so in meinen Augen, dass man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass es gerade bei solchen Themen, die man hier ja hat, gesagt werden muss, dass man, ja, in solchen Situationen ist es wirklich gefährlich. Ich meine, wenn man die Beschleunigung ausrechnet, wie war das? Ich habe das mal, deshalb ist ja auch nochmal der Hinweis, dass man Geräte nicht in der Hand halten soll, wie Notebooks und so weiter. Weil wenn die anfangen, dir aus der Hand zu schleudern bei einem Rejected Takeoff zum Beispiel, dann erreichen ja dadurch die Beschleunigung ein Vielfaches ihres Gewichts. So, und dann hast du halt was, was ein halbes Kilo, was dann schon wehtut, wenn du es an die Schelle kriegst, das wiegt dann mehrere Kilogramm, wenn das bei dir auf der Hirnrinde aufschlägt. Und das sind dann halt solche Themen, wo man halt dann sagen muss, ja, okay, Gott sei Dank passiert das nicht so oft. Und ich bin kein Jurist, aber ich habe zumindest einen Flugschein. Und ich kann nur sagen, es fliegt keiner in eine Gewitter oder in irgendwas rein, freiwillig. Also das machst du einfach nicht, weil du einfach nicht suizidal bist. Das ist einfach so. Heutzutage passiert relativ wenig, wenn du da reinfliegst, weil du halt die Flugzeuge so gebaut sind, dass sie das alles abkönnen. Aber trotzdem, du hässelst nicht den Hoff. Also da fängst du nicht an, dein Glück. Und wenn du diese Gewitterwolke, Stratocumulus, Altocumulus und wie die ganzen Dinger heißen, siehst, dann fliegst du natürlich drumherum. Aber eine Clean Air Turbulence ist im Prinzip nichts anderes, als dass du einen Scherwind hast. Der Volksmund nennt sowas Luftloch. Und dann weißt du halt nie, ob die Scherwinde zum Beispiel so nach oben gehen oder nach unten gehen. Deshalb kannst du also im Prinzip beides haben. Und du siehst es aber nicht. Und das Wetterradar sieht es auch nicht. Also insofern muss man da der Ehrlichkeit halber sagen, Klage abweisen, danke, selber schuld, weil du nicht angeschnallt bist, mein Freund. Also da ist an Dummheit echt nicht mehr viel zu gewinnen, muss ich sagen. Aber das ist jetzt meine Privatmeinung. Ja, also sag mal so, wenn man sich auf so einem 12-Stunden-Flug nicht dauerhaft anschnallt, ich meine, ich habe da Verständnis für, so ist es jetzt nicht, ja. Am Ende des Tages jeder ist alt genug, erwachsen genug, um das dann auch selber zu beurteilen. Was ich dann aber sehr grenzwertig finde, ist dann, das wird wahrscheinlich einfach auch prozesstaktische Gründe haben. Ich weiß, wie es ein bisschen in der Juristerei abgeht. Aber dann zu sagen, ja, der Pilot ist da extra reingeflogen, also das ist sowas von Quark schon allein. Aus diesem Grund musst du das abweisen, weil das ist dann Frechheit, nicht mehr zu überbieten.
Ja, es ist halt im Prinzip eigene Dummheit, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ja. Und da muss man dem Kollegen einfach nur sagen, eigene Birne fassen, eigenen Hirnrinde und Pech gehabt. Aber da sind wir dann auch direkt bei dem Thema, wenn es um Rennen geht bei Fluggesellschaften in der Cabin. Also ich selber, ich renne ja eigentlich auch sehr gerne in der Kabine rum, muss ich da ehrlicherweise gestehen, weil ich einfach nach einer gewissen Zeit auf der Economy sitzen gar nicht mehr sitzen kann. Es tut mir einfach physisch weh. Ja, Meine Knie fangen an weh zu tun. Gut, ich erwische mich auch beim Rumlaufen, wenn es mir einfach nur langweilig wird. Ja. Und die andere Sache ist, man soll ja auch rumlaufen, um seinen Kreislauf da zu kriegen, weil zum Beispiel Qantas hat ja bei diesem Project Sunrise, also das ist ja der Flug, wo du da 21 Stunden von Australien bis nach London durchfliegst, die haben ja sogar da so eine Gymnastik, ich nenne es jetzt genau. Gymnastik-Yoga-Area. Aber um auf die Frage zurückzukommen von dem Kollegen, darf ich rumlaufen als First-Class-Passagier? Durch die Business, durch die Premium Economy, durch die Economy, einmal rumgehen und wieder zurückgehen und jetzt ganz krass im 380er bis nach hinten, Treppe runter und wieder hoch. Ja, prinzipiell, solange die Anschnallzeichen nicht an sind, verbietet einem irgendwie keiner das Rumlaufen. Es sollte natürlich jetzt nicht ausarten, ne? Also wenn dann da, weiß ich nicht, zig Leute aufstehen und herumrennen, dann ist das irgendwann nervig. Ja, aber mein Gott, wenn ich da einmal hin und her laufe, gut, First Class ist sowieso tabu, kommt keiner rein, Business Class soll eigentlich auch keiner durchgehen, aber wenn man nett fragt, ist immer so eine Sache, wenn man kurz nett fragt, ich meine, ich kann es selber verstehen, ja. Ich bin letztes Jahr ungefähr zu der Zeit bin ich innerhalb von 3 oder 4 Wochen knapp 60.000 Kilometer geflogen, als Pax, möchte ich wohl anmerken, und die meiste Zeit davon in der Echo. Von daher kann ich ein Lied von singen, und irgendwann tut einem alles weh und du kannst nicht mehr sitzen und willst dich einfach mal nur bewegen. Ja? Von daher, das Einzige, was nervig ist, wenn die Leute dann in der Gilly da rumstehen und dann da ja, uns die ganze Zeit anglotzen beim Essen, oder dann, was ich ganz aufdringlich finde, ist, wenn die dann an unsere Tür kommen und dann, wir haben da ja auch so ein Fensterchen, je nach Flugzeugmuster größer oder kleiner, und dann da die ganze Zeit rausgucken, wo ich mir denke, geh auf deinen Platz, hast ein eigenes Fenster, ja. Aber so an sich ist halt in Ordnung, ne? Ja, was heißt in Ordnung? Also ich sag mal so, also ich würde da als Daumenregel einfach sagen, wenn du First-Class-Passagier bist, darfst du durch alle Klassen latschen. Ja, Ja? das ja. Ja. Aber Ja. jetzt, also ein Echo-Gast, der hat in der Business und in der First nicht zu suchen. Genau, und dann, wenn du Business Class bist, darfst du durch die Business Class, die Premium Economy, aber nicht in die First Class. Das heißt also, du darfst immer in deine Klasse runter und wenn du halt Economy Class Passagier bist, dann bist du halt der Gearschte. Und kannst dann Richtig. halt nur durch die Economy latschen. Was aber auch schon eigentlich okay ist. Dann kannst du halt auf dem Rückweg vielleicht durch die Business Class oder durch die Premium Economy Galley gehen. Aber man sollte jetzt keine Rennstrecke draus machen. Also man sollte jetzt nicht Nee. anfangen, eine Polonaise zu machen. Wie hieß der Kollege, der mit der Polonaise noch gemacht hat? Kommentiert unten, wenn ihr wisst, wie er nochmal hieß. Der Kollege mit dem karierten Sakko, glaube ich, war das. Wie hieß der nochmal? Der ist ja auch leider tot mittlerweile. Ahnung. Ihr wisst das ja, wen ich meine. Deshalb schreibt es unten. Ist jetzt eine Möglichkeit zu kommentieren. Also das ist quasi so, wäre jetzt meine Regel. Und das andere, was ich sagen muss, ist, wenn es Turbulenzen gibt, fang dich an rumzuheulen, wenn er an der Decke klebt, ne? Das ist ein richtiger Punkt, genau, das ist es eben, ne? Kommt zwar selten vor, aber es kann halt passieren, ne? Also nie auszuschließen. Jetzt habe ich noch eine Sache, die mir gerade so einfällt, die wir ja auch besprechen können. Was machst du bei Turbulenzen, wenn du auf der Toilette bist? Also es gibt eigentlich die, also für uns gilt die Faustregel, also ein Gast, der bei wirklich ganz, ganz schlimmen, heftigen Turbulenzen auf der Toilette ist, dann soll er auf jeden Fall nicht rauskommen. Also wenn es jetzt wirklich ganz, 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 ganz heftig ist. Ja, also ist eigentlich auch aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, weil du rennst dann wieder durch die Kabine, kannst dich da kaum festhalten. In der Toilette hast du noch ein bisschen Möglichkeit, dich irgendwie so am Waschbecken oder auch immer festzuhalten, sag ich mal, ne? Sobald du die Möglichkeit hast, würde ich sofort auf deinen nächstmöglichen Sitzplatz zurückkehren, ja? Die letzte Möglichkeit, die du als Gast hast, ist, wenn in der Galley dann genug Platz ist und irgendwo noch ein Jumpseat frei ist, dann setzt du dich schnell dahin. Aber du machst da jetzt keine großen Wanderpfade noch durch die Kabine. Also du suchst die nächstmögliche sichere
Möglichkeit, dich anzuschnallen. Dann haben wir das Thema Gott sei Dank gut bearbeitet und müssen der Ehrlichkeit halber sagen, immer wenn er auf dem Arsch sitzt, anschnallen. Wenn er nicht auf dem Arsch sitzt oder auf anderen Körperteilen sitzt, auch anschnallen. Und wenn ihr unbedingt rumlaufen wollt, dann macht es so, dass ihr zum Beispiel nicht dann rumlauft, wenn auch Service ist. Na, also das ist ja immer das Geilste, wo du dann mit dem Trolley fünf Reihen vor und zurück. Bevor wir diese, da fällt mir gerade jetzt ein. So, jetzt, so, warte, tut mir leid. Entschuldigt bitte, wenn ihr, ja, aber ich versuche ja für euch die Fragen zu stellen, deshalb. What to do? Ich wünschte nur, dass keiner auf dem Klo sitzt und dabei irgendwelche schlimmen Turbulenzen hast. Dann hast du im wahrsten Sinne es nicht nur Flatulenzen, sondern auch Turbulenzen. Ach, drauf geschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Entschuldigung. Und zwar, du sitzt in, ich sag jetzt mal in Reihe 10 Economy Class. Der Service ist gerade durch in der Economy Class. Und die sitzen da mit dem Trolley. Und du musst auf die Pipi-Box. Unbedingt, weil du eine Sechsteilerblase hast. Kann ich dann in die Business-Kabine gehen beim 320er zum Beispiel? Ja klar, logisch, ja, sicher. Ich habe nicht immer Bock, den Trolley da rauszuziehen und dann gehst du halt zur Not vorne auf die Business-Toilette. Ne? Manchmal ziehen wir die Trolleys ja nochmal kurz zurück oder vielleicht ist da irgendwo so eine, noch so ein freier Sitz, wo du dann da reinsteppen kannst und wir lassen dich vorbei. Oder wenn es halt nicht anders geht, dann ist der Aufwand, vorne auf die Business-Stelle, auf die Toilette zu gehen, kleiner als der. Also damit man ein Premium-Erlebnis hat, wenn man nicht in so einer Spaceflex-Toilette endet, wo man hinten in Genau. der Kurve pupen muss. Also das ist ja. Richtig, richtig, genau. Absolute Optimierung hinten, diese Toiletten. Also wer sie nicht kennt, hinten, wer, es gibt nicht nur der Neo, sondern auch der normale Zeo, gibt es auch welche, die mittlerweile diese Cabin Flex Options haben, ist mittlerweile auch nachrüstbar. Da hast du hinten, wo die Galley ist, eine Toilette. Die ist aber so klein, also das ist grauenvoll. Das wünsche ich keinem, dass er da längere Zeit verbringen muss. Ja, ich bin davon auch noch traumatisiert. Aber jetzt haben wir wirklich für heute wieder alle Themen besprochen und ich danke euch für den Input, den ihr gebt bei den Fragen. Schickt die hier an diese WhatsApp-Nummer, wenn ihr Fragen habt an Freddy und an mich. Und wir nehmen so etwas gerne dann auch auf. Und weil wir gerade im Fluss sind, werden wir jetzt, glaube ich, heute noch eine dritte Folge aufnehmen. Aber ihr könnt das immer nur innerhalb von einer Woche eine Folge sehen. Tut mir eigentlich leid, aber wenn ihr Kanalmitglieder seid, könntet ihr sie vorher sehen. Aber ich sage ja nur, ich sage ja nur. Eigentlich sagt der Lars das nur, um höflich darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich nicht jede Woche, jeden Tag das Gleiche anziehen, sondern alles nur an einem Tag drehen. Gut, ich habe nichts anderes zum Anziehen, aber Kanalmitgliedschaft ab Business Class sollte ich der Ehrlichkeit halber sagen. Und dann muss Freddy auch nicht diesen geschenkten Hoodie da tragen. Ich habe ja meinen Hoodie schon gestern getragen, deshalb darf ich das jetzt ehrlicherweise Der nicht. Hoodie ist nicht geschenkt, den habe ich mir ganz hart erarbeitet. Mein Hoodie ist. Ach ja, ich wollte noch mal gucken hier und zwar für unseren Kollegen. Und zwar muss ich eine Sache machen, habe ich jetzt Mikro nicht gemacht. Und zwar für unseren Zuschauer Max Budde, der ja in Frankfurt am Flughafen arbeitet. Ja, das ist zweifach 2x XL. Größer gibt es hier nicht. Also 2x XL. Ich bin 2,1 Meter bis 2,3 Meter. Also ich gehe davon aus, der passt. Also der sollte bei dir passen. Also ich habe jetzt nicht unbedingt einen Astral, also ich habe einen Astralkörper, aber also er passt. Also da gibt es jetzt gar nichts. Deshalb. So, jetzt haben wir noch genug Werbung für den Workshop gemacht. Dort könnt ihr nämlich kaufen. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ihr kriegt natürlich wie immer an dieser Stelle den Abspann auf die Augen und auf die Ohren. Und wir bereiten uns sämtlich auf die nächste Folge vor. Da haben wir auch schon Themen vorbereitet und ich kann euch die Folgen auch schon, eigentlich kann ich euch die Themen schon mal so droppen, damit ihr wisst, worum es geht. Und zwar chinesische oder asiatische Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter fliegen jetzt demnächst andere Strecken bei Lufthansa. Und mein Favorit,
Eine schwangere Dame wurde bei einer amerikanischen Fluggesellschaft gezwungen, genötigt, die Popcorn, die die Tochter hat fallen lassen, ich glaube 2 oder 3 Jahre alt, aufzuheben, auf den Knien. Und wir werden besprechen, ob das ein richtiges Verhalten ist, Popcorn fallen zu lassen und dann die aufheben zu lassen. Aber jetzt für euch den Abspann. Wir sagen einfach Winke, Winke, ne? Und danke, dass ihr da wart. Tschüss. Thank you.